In diesem Video soll es heute darum gehen, wie ihr mit Strava eure Mountainbike- oder Straßentouren planen könnt. Wir befinden uns jetzt hier auf meinem Strava-Account. Dann seht ihr hier oben den Link Dashboard, ihr klickt auf Meine Routen, ihr gelangt dann zu dieser Seite. Hier seht ihr einmal die Touren, die ihr bereits geplant habt und ihr seht hier oben den Button Eine neue Route erstellen. Da klickt ihr drauf und dann gelangt ihr hier zum Strava Route Builder. Hier oben in dieser Suchleiste gebt ihr den Ort ein, an dem ihr starten wollt. Das ist jetzt hier einmal Asbach. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Das allererste, was ihr einstellen müsst, entweder wollt ihr eine Radfahrt planen oder einen Lauf. In unserem Fall wollen wir jetzt eine Radfahrt planen. Dann gibt es noch hier die Funktion rückgängig, wiederholen und löschen. Außerdem nach Beliebtheit, minimale Höhe und manuell. Wir setzen jetzt hier mal ein paar Punkte. Und dann sieht man auch gleich die Veränderungen, die sich ergeben, wenn man oben die Funktion benutzt. So, mit rückgängig können wir den letzten Punkt rückgängig machen und mit wiederholen den rückgängig gemachten Punkt wiederholen. Durch löschen, das drücke ich jetzt mal nicht, dann wird hier alles weggehen und ihr könnt von neu anfangen. Und nach Beliebtheit heißt, dass Strava die Strecken, die am meisten gefahren wurden von ihren Usern, dass diese Strecken rausgesucht wurden und bevorzugt verwendet wurden für die Routenplanung. Wenn ich das jetzt deaktiviere, wird man auch gleich sehen, es verändert sich etwas in der Routenführung. Dann gibt es noch die minimale Höhe. Wenn ich das anwende, dann versucht Strava eine Strecke zu erstellen mit möglichst wenig Höhenmetern, die dennoch die gesetzten Punkte aufweist. Dann gibt es hier auch noch manuell. Wenn ich da drauf klicke, kommt auch gleich eine Warnung, denn dann werden die Punkte mit den Luftlinien verbunden. Das passiert jetzt nicht mit denen, was schon geplant ist, aber wenn ich jetzt weitere Punkte setze, dann sieht man, das Ganze ist einfach nur die Luftlinie und da werden keine Wege verwendet. Hier links habt ihr weitere Einstellungsmöglichkeiten. Hier habt ihr einmal die Karteneinstellungen, da könnt ihr dann zwischen OpenStreetMap, Standard und Satellit auswählen. Was ihr dann noch habt, ist die globale Heatmap. Die globale Heatmap, die zeigt euch an, welche Wege von den Strava-Usern am häufigsten verwendet werden. Wir können hier mal ein wenig ranzoomen und dann sieht man einmal hier die roten Wege. Das sind Wege, die am häufigsten von den Strava-Usern verwendet werden oder befahren werden. Und wir haben hier außerdem blaue Wege. Das sind hier diese Wege. Die sind nur sehr selten gefahren. Die globale Heatmap ist besonders wichtig, wenn man Mountainbike-Touren plant. Denn dann kann man wirklich gucken, ob diese eingezeichneten Mountainbike-Wege oder Feldwege überhaupt befahren werden. Wir haben hier in diesem Bereich haben wir zwar eingezeichnete landwirtschaftliche Wege oder Feldwege, aber diese Wege, wie hier dieser, der wird eigentlich nicht befahren von den Usern. Das ist ein Zeichen darauf, dass der Weg vielleicht gar nicht mehr existiert oder einfach nicht fahrbar ist. Deshalb ist es wichtig, wenn wir Mountainbike-Touren planen, dass wir das Ganze auch mit der globalen Heatmap zusammen machen. Denn dann geht man sicher, dass die Wege, die man plant, auch wirklich funktionieren. Um euch das Ganze mal zu demonstrieren, starten wir in einem mir unbekannten Ort, hier Ramersbach, das ist ein Ort in der Eifel. So, wir setzen einfach mal den Startpunkt mitten in Ramersbach. Und jetzt sehen wir schon hier oben, hier sind eigentlich nur Feldwege eingezeichnet oder nur landwirtschaftliche Wege. Das deutet eigentlich darauf hin, dass da eine gute Region ist, um Mountainbike zu fahren. So, jetzt gehen wir hier auf die Karteneinstellungen, auf die globale Heatmap und schauen mal, ob denn hier wirklich Wege sind, die gefahren werden. Und ja, hier gibt es einige Wege, die gefahren werden. Und das nächste, was wir machen, ist gucken, ob es auch Trails gibt. Schalten da die Segmente ein. Zoomen mal ein bisschen rein. Das war ein bisschen zu weit. Das können wir auch hier zurück. Und ja, da sehen wir schon den ein oder anderen Trail. Vielleicht auch nochmal dann aktualisieren. Die Mountainbike-Segmente werden nämlich erst später angezeigt. Da muss man ein bisschen näher ranzoomen. Und ja, wir sehen hier schon, da kann man mal draufklicken, Steinhals-Katzley-Downhill-Track. Das klingt doch nach einem schönen Trail. Und zu diesem Trail navigieren wir uns jetzt mal hin. Also hier unten war unser Startpunkt. Und dann nehmen wir gleich hier mal diesen Weg, der rote, der ist viel befahren. Gehen dann über den blauen Weg. Sucht er uns auch den meistbefahrenen Weg raus zum Segment, bauen das Segment in unsere Route ein und haben so, dass diesen Trail
mit in unsere Route integriert. Jetzt wollen wir natürlich ja möglichst schnell auch zu unserem Startpunkt zurück. Können wir uns auch hier, oder ist noch ein Trail, oder? Ja, der Wingsbach Climb. Den nehmen wir einfach mal noch mit. So. Kommen dann wieder hier unten nach Ramersbach. Klicken auf unseren Startpunkt. Und jetzt ist unsere Route beendet. Um das Ganze zu speichern, klicken wir hier oben rechts auf Speichern. Können hier noch die Art auswählen. Hier, wir nehmen jetzt Mountainbike. Haben dann Name der Route. Da können wir einfach mal Ramersbach Trail. Ja. Trail Tour eingeben. So können wir jetzt auf privat schalten oder auch öffentlich. Ich lasse das jetzt mal öffentlich, dann kann das vielleicht auch einer von euch, der auf mein Profil mal geht, einfach mal nachfahren und mal zurückmelden, ob die Route fahrbar war oder nicht. So, wir können jetzt hier auf meine Routen ansehen klicken, sind dann jetzt hier auf unserer Tour, erstellt von Sebastian Trimborn am 10. März. Ja, können jetzt die GPX Datei exportieren oder auch TCX und das Ganze dann auf unser Navigationssystem draufladen und die Route dann abfahren.